Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Es überschlagen sich gerade die Ereignisse brandaktuell. Und zwar soll die Mutter es bestätigt haben und tritt damit in die Öffentlichkeit mit der Überschrift Gewalt gegen Frauen, Mutter von Jerome Boateng soll Vorwürfe bestätigt haben. Um was da genau geht, das erfahren wir jetzt. Und zwar schreibt der Tagesspiegel: Er stand wegen Körperverletzung vor Gericht, wurde verurteilt, das Urteil aufgehoben. Nun berichtet der Spiegel von einer E-Mail seiner Mutter, in der sie die Vorwürfe gegen den Fußballprofi bestätigt haben soll. Die Mutter des Fußballstars Jerome Boateng soll Gewaltvorwürfe gegen ihren heute 35-jährigen Sohn in einer E-Mail bestätigt haben. Das berichtet der Spiegel, dem ein entsprechendes Dokument vorliegen soll. Demnach sei die E-Mail am 25. März 2021 an eine Berliner Anwältin gesendet worden. Darin nämlich der Satz: Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen psychisch und physisch. Jetzt hat sich Kasia Lenhardt das Leben genommen und er will immer noch nicht die Konsequenzen für sein Verhalten tragen. Ich krieg totale Gänsehaut. Ich krieg wirklich brutale Gänsehaut. Kasia Lenhardt, die Ex-Freundin von Fußballspieler Jerome Boateng, hatte sich am 9. Februar 2021 in Berlin das Leben genommen. Sie liegt auf dem Friedhof an der Heerstraße begraben. Und das Ding ist, Freunde, ich hatte mit Kasia in der Nacht davor noch Kontakt per Instagram, weil ich damals noch sie verteidigt habe, wie ihre Freundinnen nämlich da noch reingeschissen haben, dass sie niemandem vertrauen kann, hatte das öffentlich gepostet. Daraufhin hatte Kasia mir geschrieben. Ich konnte das, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, ich konnte das nicht glauben, dass sie sich da das Leben, also ich war sprachlos, aber ich war damals nicht so tief in der Materie drinne, dass ich da Berichte drüber habe über das alles, ne? Wow. Aber ich hätte auch nicht gedacht, also ich habe das natürlich auch nicht rausgehört in ihren Texten, dass sie sich was antun will oder dass sie verzweifelt ist. So krass, ne? Sonst hätte ich natürlich auch schon Alarm geschlagen. Sie hinterließ einen 6-jährigen Sohn. Ihr Tod hatte für viel Aufsehen gesorgt. An ihrem Grab finden sich auch 3 Jahre nach ihrem Suizid Blumen und kleine Nachrichten. Vor war auch in ihrem Fall von der Staatsanwaltschaft München wegen Körperverletzungen gegen Boateng ermittelt worden. Boateng bestritt alle Vorwürfe. Mit dem Model Kasia Lenhardt war der Fußballer etwa 15 Monate zusammen. Im Zusammenhang mit ihrem Suizid waren schwere Vorwürfe gegen Boateng erhoben worden. Die Mutter der jungen Frau legte verschiedene Chatnachrichten offen, aus denen deutlich wurde, dass Lenhardt sich als Opfer einer Hasskampagne fühlte, die von Boateng mit initiiert gewesen sein soll. Außerdem hatte der Fußballer vor dem Tod seiner Ex-Freundin der Bild ein Interview gegeben, das unter dem Titel Boateng rechnet mit seiner Ex ab galt. Es geht um Alkohol, Druck und Erpressung. Darin unterstellte er ihr Alkoholprobleme und behauptete, sie habe ihn damit gedroht, seine Karriere zu zerstören. Wie der Spiegel am Freitag mitteilte, werde zeitgleich ein Podcast mit dem Titel Die Akte Kasia Lenhardt veröffentlicht, in dem weitere Hintergründe des Falls beleuchtet werden. Im Zusammenhang mit der Recherche für den Podcast sei das iPhone von Kasia Lenhardt untersucht und mehr als 25 Stunden Audionachrichten ausgewertet worden. Dokumente sowie die Ermittlungsakte zu ihrem Tod stützten nach Angaben des Spiegel den Vorwurf der Gewalt in der Beziehung von Kasia und Jerome Boateng. Das ist nicht der einzige Fall, in dem Boateng gewalttätige Attacken vorgeworfen werden. Im September 2021 war er vom Amtsgericht München in erster Instanz wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin und der Mutter seiner Töchter Shirin S. zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen je 30.000 Euro, also insgesamt 1,8 Millionen Euro, verurteilt worden. Erst die Verurteilung, dann die Revision. Der Vorfall, um den es damals vor Gericht ging, soll sich im Juli 2018 während eines gemeinsamen Karibikurlaubs ereignet haben. Gegen das Urteil legte der Fußballer Berufung ein. Die Berufungsverhandlung begann im Oktober 2022 und endete mit der Verurteilung wegen Körperverletzung. Erneut legten sowohl Boateng als auch die Staatsanwaltschaft Revision ein. Das Urteil wurde im September 2023 aufgehoben. Mit der Aufhebung ist das Verfahren an das Landgericht München zurückgewiesen worden. Das Hauptverfahren soll nun laut Gerichtssprecher am 14. Juni beginnen. Also Freunde, wisst ihr, das Ding ist, wenn eine Person mehrmals von unterschiedlichen angezeigt wird und das ist nicht Kasia Lenhardt hat sich das Leben genommen. Die andere, die Mutter der Töchter hat ihn angezeigt. Er wurde verknackt, dann wieder doch nicht, dann wieder Revision auf beiden Seiten, dann wieder doch und jetzt kommt das neue Urteil. Dann sagt jetzt die Mutter das. Was brauchen wir dann noch, wenn selbst jetzt auch die eigene Mutter sogar was sagt? Beziehungsweise da ist diese E-Mail aufgetaucht. Die hat ja eigentlich nichts gesagt, sondern die E-Mail ist aufgetaucht. Was brauchen wir dann noch? Aber was sagt denn Boateng dazu? Natürlich nicht er selbst, sondern gegenüber dem Spiegel erklärte Boatengs Anwältin nun: Unserem Mandanten ist es aufgrund laufender Verfahren derzeit nicht möglich, auf ihre Fragen im Detail einzugehen. Daher
Daher grundsätzlich, sie sind in weiten Teilen schlicht falsch informiert. Darüber hinaus werden sie offenbar nun mit selektiven Informationen versorgt. Zu der Aussage der eigenen Mutter äußert sich Boateng demnach nicht. Okay, gut. Wir schauen weiter in den Spiegelbericht, die Akte Kascha Lenhardt. Wir werden alle Quellen natürlich unten verlinken. Schauen wir in die Mitte nämlich, denn der Spiegel schreibt hier, aus diesem Podcast auch, es liegen unveröffentlichte Chatnachrichten vor, in denen Lenhardt dem Profifußballer Gewalt vorwirft. Nach den Aussagen von Lenhardt selbst liegt dem Spiegel neue Dokumente und das Schreiben von Boatengs Mutter vor. Im Herbst 2019 geht bei der Polizei München eine Strafanzeige ein. Das Delikt Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter Jérôme Boateng, Fußball-Weltmeister und damals Innenverteidiger beim FC Bayern München, interessiert keinen Schwanz, es geht hier gerade nicht um seinen Beruf, mein Gott. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Boateng auf, diese Ermittlungen laufen bis heute. In der Anzeige geht es um die Ereignisse während des Oktoberfestes 2019. Von Berlin aus macht sich Kascha auf dem Weg nach München. Sie ist aus Germany's Next Topmodel bekannt und hatte eine On-Off-Beziehung mit dem Fußballer, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich ist. Nach ihrer Ankunft soll es zu einer Auseinandersetzung mit Jérôme gekommen sein. Noch in München vertraut sich Kascha einer Person in einem stundenlangen Chat an. In der ersten Podcast-Folge rekonstruieren wir, was während des Oktoberfestes mutmaßlich passiert sein könnte. Spiegel hat auch versucht, mit Boateng zu sprechen, um seine Seite der Geschichte zu erfahren. Aber den ganzen Podcast könnt ihr dann hören dort. Oder ihr könnt in Spiegel weiterlesen, und zwar mit Spiegel Plus. Das Ganze versteckt sich natürlich und versteht sich von selbst hinter einer Bezahlschranke. Der Spiegel hat auch auf Instagram hochgeladen, die Akte Kascha und Boateng. Und sie haben mit dem Einverständnis geschrieben, mit dem Einverständnis von Kascha Lenhardts Hinterbliebenen, hat der Spiegel den Fall weiter recherchiert und zahlreiche Dokumente ausgewertet, darunter Zeugenaussagen, Aussagen, eidesstattliche Versicherungen, medizinische Gutachten, die Todesakte von Lenhardt mit 25 Stunden Sprachnachrichten von ihrem Handy. Natürlich gilt aber auch für Boateng die Unschuldsvermutung. Bis zu den etwaigen Verurteilungen gelten alle Vorwürfe als nicht bewiesen. Aber Fakt ist, in München läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung von Jérôme Boateng an Kascha Lenhardt. Nur weiß fast niemand, dass es überhaupt existiert. Genau. Und das veröffentlicht die Akte der Spiegel, die Akte Lenhardt. Der Fall zeigt, was passiert, wenn einflussreiche Menschen ihre Macht mutmaßlich missbrauchen. Erst recht, wenn ein extremes Machtgefälle besteht. Das könnt ihr euch aber zur Podcast-Serie, das könnt ihr euch wirklich anhören, anschauen. Hinter der Bezahlschranke, es ist sehend und lesenswert. Es ist verboten für uns, das hier natürlich abzuspielen. Freunde, das sind die News. Macht euch ein eigenes Bild, hört es euch an, lest es euch durch. Ja, ich bin sprachlos und schockiert und leider muss ich als selber eine Frau eines Spielers sagen, einige Spieler leider kenne, beziehungsweise Frauen kennengelernt habe, dessen Partner sie körperlich verletzen. Ich selber konnte da nichts machen und kann da teilweise nichts machen, weil die Frauen selber was machen müssen, wenn sie freiwillig bei dem Partner bleiben, kann man als Außenstehende nichts tun, außer versuchen einzuwirken. Aber irgendwann muss man sich auch dann zurückziehen, wenn man merkt, man stößt da auf Granit. Finde es krass und ich kann es mir nur so erklären, dass viele Frauen mit einem Fußballer gerne zusammen wären, weil sie A, viel Geld haben, B, Ruhm und Ansehen haben. Und wenn man dann die Auserwählte eines Fußballers ist, dass man sich dann gut fühlt oder besonders fühlt und deswegen bei diesem Typen kleben bleiben, also wegen Geld, Luxus und Anerkennung. Das ist aber auch immer, was ich damals auch den anderen Mädchen sagte, wo ich wusste, dass sie von ihrem Partner misshandelt werden. Und generell, das ist ja nicht nur in der Fußballbranche so, sondern überall hinter verschlossenen Türen so. Ihr müsst euer Selbstbewusstsein aufbauen, indem ihr selber Geld verdient, unabhängig seid, euren Lifestyle, wenn ihr den wollt, so krass, dass ihr mit einem Fußballer zusammen sein wollt, weil er Geld hat, selber versuchen aufzubauen. Nur dann bleibt ihr und seid ihr unabhängig und könnt sofort die Biege machen, wenn euch ein Typ anfasst. Ich bin zum Beispiel komplett unabhängig. Ich kann sofort die Biege machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist unfassbar wichtig, dass ihr unabhängig seid, damit ihr euch sowas nicht antun müsst. Mir geht dieser Fall sehr nah, weil, wie gesagt, ich damals diesen kurzen Kontakt mit ihr hatte und nichts ahnend am nächsten Tag sie nicht mehr da war. Das eine Riesentragödie ist und ich mir nur annähernd, man kann sich nur annähernd vorstellen, was sie durchgemacht haben muss, wenn sie sich so gefühlt hat, dass es keinen Ausweg mehr gab. Und ja, und jetzt diese ganzen Anzeigen und all das, die Mutter, und ich hoffe, da kommt noch mehr ans Tageslicht. Hoffen wir, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis Dinge ans Tageslicht kommen. Hoffen wir das Beste, dass es jetzt kommt.
In diesem Sinne, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr unsere Videos mögt. Damit unterstützt ihr euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich bis zum nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, Freunde. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.